Hallöchen zusammen, willkommen zurück zu Keepsake. Wir sind stehen geblieben bei diesem sehr schweren Rätsel, wie ich finde. Und ich habe mich entschieden, ich weiß zwar im Prinzip, was man da machen soll, aber ich höre mir doch lieber mal den ersten Tipp an, wo nochmal die Regeln genau erklärt werden. Diese Kombination für den Safe steht auf demselben Schlüssel, der das Büro des Hausmeisters öffnet und lautet 24345. Das hatten wir ja schon. Beim Drehen erhöht jeder Schlüssel seine Zahl um 1 und einen anderen um 2. Wenn du die passende Kombination eingegeben hast, verwende den langen Schlüssel, um den Safe zu öffnen. Wenn du eine Kombination eingibst, gehe immer wie folgt vor. Wähle einen Schlüssel aus und verändere seine Zahl, das wird auch seinen zweiten Schlüssel verändern. Wenn die Zahl eingestellt ist, verwende den Schlüssel unter der zweiten Zahl, um diesen jetzt anzupassen. Wiederhole diesen Vorgang, um die zweite Zahl dieses Schlüssels zu verändern. Mache das so lange, bis alle drei Zahlen verändert sind. Okay, fangen wir mit dem an. 2, 4, 3, ach Quatsch, der muss auf 4. 4, 3, 4, 5, 2, der muss auf 4, 3, 4, 4, 5, nochmal, 2, der auf 4, der auf 4, 2, 4, 3, 4, 2, kriege ich am Ende immer eine andere Zahl, vielleicht wenn ich das hier oft genug mache, komme ich vielleicht doch wirklich dabei raus. Das wert, ja. Hier wieder auf 2. Hier auf 4. Hier auf 4. Und hier auf 3. 1. Nochmal. Hier auf 5. Die verändert sich dann immer um eine Zahl. Das ist ganz cool. 2. Hier eine 4. Hier eine 4. Hier eine 3. 2, 4, 3, 4, 3. Hat man das eben nicht schon mal? Weiß ich jetzt nicht. Ich versuche es trotzdem mal. 5. 2. 4. 4. 3. 4, 4. Ne, das hatten wir auch schon. Also das kommt jetzt doch nicht bis zur 5. Schade. Moment. Machen wir mal anders. Zack, 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 zack. Einfach jeden einmal anklicken. Dann sind die am Ende immer genau gleich. Das bringt's auch nicht. Da ich hier jetzt auch nicht wirklich ewig mit dem Rätsel weiterhängen möchte, gucke ich mir auch mal den zweiten an. Wenn 4 von 5 Zahlen eingestellt sind, scheint es zunächst unmöglich, den letzten Schlüssel anzupassen. Ja, weil das zweite seine zweite Zahl ebenfalls verändert, ja. Da gibt es einen Trick. Wenn du die letzte anzupassende Zahl um 1 kleiner als die Kombination ist, du hast eine 3, brauchst aber eine 4. Dreh den Schlüssel zweimal, wenn sie um 1 zu hoch ist. Du hast eine 5, 3, brauchst aber eine 2. Dreh ihn dreimal. Es gibt kein Problem, dass dadurch alle anderen verändert werden. Wenn du fertig bist, passt die zweite Zahl an und alles springt auf die Lösungskombination um. Wenn du 1 drunter bist, zweimal. Wenn du 1 drüber bist, dreimal. Okay. Wenn die letzte Zahl um mehr als 1 um die Lösung abweicht, du hast eine 2 brauchst, aber eine 4, wiederhole diesen Vorgang so oft wie nötig. Das könnte hilfreich sein. Moment. 2, 4, 3, ach so, der muss auf 4 stimmen. Der auf 3. Gut. Bis auf 1 stimmt alles. Der ist größer. Der muss um 1 niedriger sein.
Das heißt dreimal. Eins, zwei, drei. Den dann auf zwei. Den auf vier. Irgendwie passt das gerade auch nicht. Den auf vier. Den auf drei. Oh. 2, 4, 3, 4, 5. Cool. Hat geklappt. Ups, scheiße, am Kabel gekommen. Wir haben ein Diadem. Wow, sieh dir das an. Ich frage mich, warum dieses Ding so wertvoll ist, dass es in einem Safe verschlossen werden muss. Wir haben den wertvollsten Besitz des Hausmeisters gefunden. Gerüchten zufolge benutzt er das hier, um damit die magischen Runenschriften zu lesen. Wenn das wahr ist, müsstest du die Karte an der Wand jetzt lesen können. Kann ich. Ich verstehe die magische Schrift. Das wird uns bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe sein. Und ich kann das Notizbuch lesen, das wir gefunden haben. Sieht aus, als wäre es ein Rezept für einen Formwandlertrank. Aber ich glaube, der Hausmeister wird wütend sein, wenn er herausfindet, dass wir mit seinem magischen Diadem herumspielen. Na und? Wenn er uns findet, heißt das, dass wir nicht mehr alleine sind. Und wenn wir nicht allein sind, brauchen wir das Diadem nicht. Also können wir es ihm ganz einfach zurückgeben. Aber für den Augenblick können wir das Ding gut gebrauchen. Damit können wir die Seiten mit den Anweisungen, wie man den Formwandlertrank zubereiten muss, lesen. Diadem. Ein fein gearbeitetes Silberdiadem, geschmückt mit einem blauen Saphir. Nach 6 Worten verfügt es über magische Kräfte. Und nicht nur nach 6 Worten, wir haben es ja schon rausgefunden. Und Hauptsache, wir finden mal endlich einen. Scheiß drauf, ob der mit uns Ärger machen wird oder nicht. Hauptsache, wir haben es. Hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr, oder? Nö. Das hier hatten wir eben schon angeguckt, oder? Hat man das schon mal angeguckt? Ah! Wie von euch angeordnet, Meister, wurde das Energiesystem unterbrochen, der Aquädukt stillgelegt, sämtliche Durchgänge wurden blockiert und die Haupttore der Akademie verschlossen? Bei allen gebotenen Respekt, das ist das erste Mal in meinen langen Dienstjahren, dass ich einen solchen Befehl erhalten habe und ich muss sagen, dass ich, obwohl ich ihn befolgt habe, nicht mit eurer Entscheidung übereinstimme. Habt ihr vergessen, dass heute Morgen die neue Kandidatin eintreffen soll? Für ihre Ankunft sind bereits sämtliche Vorkehrungen getroffen. Deshalb denke ich, dass es keine gute Idee wäre, sie wieder zurück nach Hause zu schicken. Ich verstehe immer noch nicht, warum... Nathaniel, was hast du nur getan? Aber jetzt können wir das alles auch wenigstens... Mich zurück nach Hause schicken? Dieser Zettel ergibt keinen Sinn. Soweit ich sehen kann, hatte es der Hausmeister nicht eilig, als er gegangen ist. Aber diesen Zettel hat er nicht zu Ende geschrieben. Auf dem Zettel steht, wer hier alles verschlossen hat, aber nicht, wer den Befehl dazu gegeben hat. Du hast recht. Diese Hinweise helfen uns nicht wirklich weiter. Wenigstens wissen wir jetzt, dass alles für deine Ankunft bereit gewesen ist. Aber sie wollten mich wieder nach Hause schicken. Also gehört der Stab, den wir gefunden haben, mir. Wenn er die Türen zum Raum der Prüfungen öffnet, muss ich daran denken, dem Hausmeister zu danken. Genau, danke, Herr Hausmeister. Vielleicht treffen wir uns ja noch. So, und das Erste, was ich jetzt mache, ist runter zur Statue gehen, denn ich möchte lesen, was dieses Credo der Schule ist, oder wie er das nannte. Lydia, hast du das gehört? Ja, was war das? Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir nicht so allein, wie wir glauben. Vielleicht war es wieder diese Eule, so wie sich das anhört. Hört sich irgendwie an wie ein Vogelgeflatter. Naja. Jetzt bin ich einmal gespannt, was da unten bei dem Drachen auf dem Schild steht. Was steht denn da, Lydia? Ich kann die Schrift jetzt lesen. Sie lautet... Inspiriert von den majestätischen Drachen ersannen die Magier, die diese Akademie erbauten, die Ideale dieser Schule.
Der große Magier Nightingale erklärte Weisheit zum ersten Ideal. Winter Owl verkündete, das zweite Ideal sei Stärke. Und dann stimmten beide überein, dass Magie nicht ohne Gleichgewicht eingesetzt werden könne. Nightingale, Zack, ist dein Meister einer seiner Nachkommen? Mein Meister? Oh, mein Meister. Ja, der Nightingale, der diese Akademie erbaute, war sein Vorfahr. Okay. Das waren ja im Prinzip dieselben Sachen, die uns oben schon diese Statuen erzählt hatten mit dem Raum der Prüfungen. Jede Prüfung war eine dieser drei Sachen. Scheiße, ich hab vergessen, den zweiten Monitor abzustöpseln. Nein! Och nö. Jetzt kann ich schon wieder neu starten und das alles nochmal machen. Ach, komm schon. So, bis gleich, tschüss. Und da bin ich auch schon wieder, ja, wie eben schon gesagt, ja, wahrscheinlich das Fluchen habe ich wahrscheinlich wieder drin gelassen. Ich habe wieder fast vergessen, den zweiten Monitor auszustöpseln. Herrlich. Das ist der einzige Nachteil bei diesem Spiel. Ich komme hier links immer aus dem Bildschirm raus, wenn ich da klicke, bricht Fraps die Aufnahme ab und ich komme auch nicht mehr ins Spiel rein. Das heißt, ich durfte dieses Zahlenrätsel gerade nochmal machen. Zum Glück habe ich mir die Lösung gemerkt. Oh Gott, ey. Na gut, aber diesmal schaffen wir es. Fancy-Problem ist jetzt... Was muss ich jetzt nochmal machen? Oben? Nee, unten. Das Problem ist, ja, sehe ich Outer City nicht mehr und weiß auch nicht, wie lange ich aufnehme. Ich habe ungefähr Platz für ein bisschen mehr als eine Stunde Aufnahme. Ich guck mal, wo habe ich denn die Uhr? Viertel nach drei ist es gerade. Muss ich ein bisschen drauf achten. Viertelstunde habe ich ja jetzt schon aufgenommen. Nee, da ging es nach draußen. Hä? Moment, wo ging's? Ach, ich bin komplett falsch. Ah. Ja. Mal gucken, dass ich noch eine Dreiviertelstunde aufnehme. Dann wieder alles durchrennen. Oder vielleicht nehme ich danach noch was auf. Mal sehen. Und für die unter euch, die vielleicht dieses Let's Play gucken, aber sich nicht Sonic Generations angucken, sage ich das jetzt hier auch nochmal. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme. Ich habe ein neues Headset drauf. Und zwar ist direkt, nachdem ich das Infovideo zu diesem Skype-Virus aufgenommen habe, das Headset kaputt gegangen. Herrlich. Aber direkt danach. Jetzt habe ich hier ein neues drauf. Ich finde, vom Gefühl, Tragekomfort ist das komplett viel besser. Aber irgendwie, ich bin mit der Aufnahme meiner Stimme nicht so ganz zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, wie das später in der fertigen Aufnahme sein wird. Ich frage mich, ob der Hausmeister in die Ferien gefahren ist. Kannst du mir mehr über diesen Hausmeister sagen, von dem du redest? Er ist derjenige, der die Maschinen in der Schule wartet und dafür Sorge trägt, dass alles ordentlich funktioniert. Außerdem kümmert er sich um den Garten und das nahe Waldgebiet. Okay, aber ich denke mal, Urlaub ist der nicht. Nee, was ich gerade sagen wollte, ich weiß jetzt zwar nicht, wie es in der fertigen Aufnahme am Ende aussieht, nachdem ich alles bearbeitet habe, Rauschen entfernt habe und so weiter und so fort. Aber ich werde es sehen. Und wenn es wirklich ein bisschen knackst oder so, seht mir das bitte nach. Spätestens an Weihnachten kriege ich eins von Logitech. Ich glaube, das G35 wird das dann wahrscheinlich sein. Passt dann auch zu Maus und Tastatur endlich. Habe ich eine komplette Logitech-Ausstattung, dann wird das wahrscheinlich auch wieder besser sein. Ich bin dann auch mal gespannt, wie meine Stimme mit einem Logitech-Headset klingt. Ich hoffe, bei dem Preis wird sich das auch drastisch verbessern. Ich bin gespannt. So. Ich habe mir überlegt, jetzt wo wir den Stab haben, besuchen wir doch mal den Raum, die Räume der Prüfung und fangen einfach mal hier ganz oben an. Ich hätte natürlich auch den unten nehmen können, aber ich wollte einfach zuerst zu dem hier. Und Lydia, hast du dir gemerkt, wie du es aufkriegst? Tu, was dir die Wächter gesagt haben und öffne die Tür zum Raum der Prüfungen. Hoffen wir, es funktioniert. In ein paar Sekunden wird sie auf sein. Wenn ich mich recht erinnere, lauteten die Anweisungen, die sie uns gegeben haben, so.